Hallo und herzlich willkommen zu unserem Launch-Event für digitales Vertrags- und Dokumentenmanagement. Ach, gleich der erste Fehler. So, ich bin Pascal, ich bin fürs Produktmarketing hier bei Candice zuständig und mit mir dabei heute ist auch die Franziska. Sie ist die Produktmanagerin für das Dokumenten- und Vertragsmanagement und wir stellen euch heute die Erweiterung vor, wie die Funktionen funktionieren und was wir zukünftig geplant haben. Wir starten gleich erstmal mit einer Einführung, wo ich euch zeige, was ist eigentlich die Candice-Produktstrategie, wo entwickeln wir uns eigentlich auch zukünftig hin, was sind Sachen, die noch geplant sind. Dann kommen wir zum Thema, warum führen wir Vertragsmanagement überhaupt ein, welche Zeichen waren da für uns auch im Markt ersichtlich. Dann gibt es die Live-Demo, also wir springen direkt ins Candice rein, zeigen euch, wie ihr Verträge ablegen, Verträge letztendlich Fristen festlegen und Dokumente verwalten könnt. Und dann geben wir euch auch noch einen kleinen Ausblick in die Roadmap für Ende dieses Jahres und für die ersten Monate nächsten Jahres. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jederzeit stellen. Dafür gibt es unten eine Frage- und Antwortbox. Da könnt ihr eure Fragen reinposten und in unserem letzten Teil unseres Events beantworten wir diese dann live, so gut wir können. Das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr bekommt im Nachgang auch eine Videoaufzeichnung davon, sowie einen Link, wo ihr euch die Fragen und die Antworten nochmal angucken könnt, falls ihr etwas hier gerade verpasst oder nochmal nachschauen wollt. Super, dann steigen wir einmal rein. Was bei uns hier bei Candice unser Ziel ist, dass wir eine ganzheitliche Plattform für Financial Workflows, das heißt für alle Prozesse, die so im Finanzteam letztendlich vonstatten gehen, aufbauen. Gestartet sind wir vor ungefähr 7 Jahren war es, glaube ich, mit Rechnungsmanagement. Das ist ja auch unser Kernprodukt. Das heißt, wie viele von euch ja wissen, weil ihr Bestandskunden seid, dass die Rechnung kommt rein. Ihr könnt einen individuellen Freigabe-Workflow vergeben und nahtlos dann letztendlich eure Rechnung ins Buchhaltungs- oder auch ERP-System übertragen. Ein weiterer Punkt, der bei uns immer größer wird, den wir jetzt auch weiter ausbauen, ist das Zahlungen und Transaktionen, beziehungsweise auch das Thema Ausgabenmanagement. Da haben wir seit letztem Jahr ja bereits unsere Corporate Credit Cards live, die einige von euch sicherlich auch kennen und haben auch noch Pläne für die kommenden 1, 2 Jahre, wie wir das weiter ausbauen. Das sind so Themen wie In-App-Zahlung oder Rechnungsfinanzierung. Worum es heute aber geht, ist das Dokumentenmanagement. Da haben wir bereits seit, ich glaube, dem Sommer eine erste Version live, die sich damit befasst, dass einfach Finanzdokumente, das heißt Lieferscheine, Angebote, Auftragsbestätigungen, also alles, was so ein bisschen mit dieser Rechnung, zu dieser Rechnung dazugehört, auch in Candice abgelegt werden kann, einfach wiedergefunden kann und man ein zentrales Archiv hat. Worum es heute dann genau geht, sind die Verträge. Also seit heute ist es auch möglich, Verträge in Candice zu verwalten, die Fristen festzulegen und Erinnerungen einzustellen. Und zukünftig haben wir noch ein Thema, woran wir langsam anfangen aufzuarbeiten, ist so das Thema Wareneingang, Bestellabgleich. Das ist vor allem spannend in der Zusammenarbeit mit ERP-Systemen. Nun, warum führen wir denn überhaupt Vertragsmanagement ein? Was hat sich denn für uns vielleicht im Markt auch gezeigt, dass wir sagen, ja, das ist eigentlich der nächste Schritt, der für unsere Kunden wichtig ist? Da haben wir einmal gesehen, dass es einige Probleme vor allem bei der manuellen Vertragsverwaltung gibt. Das ist erstmal diese manuelle Ablage. Das heißt, der Vertrag kommt rein, oft per E-Mail. Das heißt, er wird dann am Drive oder in einem bestimmten Ordner abgelegt. Oft dann einfach auch nochmal ausgedruckt, dass man nochmal vielleicht das Finanzteam im Büro letztendlich nochmal den ausgedruckten Vertrag irgendwo haben kann. Die Ablage an sich ist jetzt, den Vertrag abzulegen, ist erstmal nicht das Problem. Das Problem ist meistens einfach das Wiederfinden und wirklich zu wissen, okay, welche Verträge sind denn gerade alle am Laufen? Wann kommt denn die Frist? Wann muss ich denn kündigen, damit ich vielleicht nicht in eine automatische Verlängerung reinrutsche? Der nächste Punkt ist meistens eine Personenabhängigkeit. Also der Head of Finance oder der Finance Manager ist meistens nicht die Person, die den Vertrag vielleicht für ein neues Marketing-Tool letztendlich abschließt, sondern das ist meistens der Head of Marketing. Und an dieser Person hängt dann letztendlich auch der Vertrag. Was dann einfach passieren kann, ist, dass diese Person entweder das Unternehmen verlässt oder sich selbst auch keine Erinnerung gestellt hat. Der Vertrag verlängert sich automatisch und das sind dann einfach Kosten, die dadurch entstehen. Generell führt das dazu, dass man einfach eine mangelnde Transparenz hat. Also man kann quasi nicht die Finanzmanagerin morgens um 3 Uhr anrufen und sagen, hey, wie steht es denn da mit dem Vertrag? Das sollte man natürlich nicht tun, aber es geht darum, einfach aufzuzeigen, dass
einfach viele Sachen im Unternehmen laufen, viele Prozesse im Unternehmen laufen, die das Unternehmen auch etwas kosten, worüber man einfach keine letztendliche Übersicht hat und nicht klare Aussagen treffen kann, was denn da gerade eigentlich alles passiert, also welcher Vertrag läuft aus, etc. Das führt meistens dazu, hatte ich gerade, glaube ich, schon mal gesagt, dass Verträge automatisch verlängert werden. Ich denke, viele von uns kennen es vielleicht aus dem privaten Bereich, der gute alte Telekom-Vertrag, der dann auf einmal das Doppelte kostet, weil man halt einfach diese Vertragsfrist verpasst hat. Und was im privaten Bereich super ärgerlich ist, führt halt bei Unternehmen teilweise zu echt hohen Kosten, die dann irgendwann auch diese wirtschaftliche Situation eines Unternehmens beeinflussen. Das sind auch meistens dann so sogenannte, ich habe es mal, vermeidbare Kosten eigentlich. Da haben wir oft schlechte Konditionen, wie gerade angesprochen, der Vertrag verlängert sich und kostet jetzt nicht mehr vielleicht 100 Euro, sondern kostet 200 Euro, obwohl das noch relativ geringe Beträge sind. Kann auch sein bei Lieferanten. Man hat vielleicht einfach einen Lieferanten und merkt, Lieferant B hätte eigentlich bessere Konditionen gehabt, aber man kommt aus diesem Vertrag erstmal nicht mehr raus. Der nächste Punkt sind Vertragsleichen. Das ist auch wieder der, zum Beispiel, wenn eine Person das Unternehmen verlassen hat, man weiß gar nicht, was für Tools alle vielleicht in Verwendung sind. Vor allem zum Beispiel auch Marketing-Analyse-Tools. Hat vielleicht hier mal jemand was abgeschlossen? Und letztendlich sind es Vertragsleichen, wo man so ein bisschen Geld einfach nur ins schwarzes Loch wirft. Das sollte natürlich nicht so sein. Dann gibt es noch den letzten Punkt, das sind eher so Opportunitätskosten, dass man vielleicht doch länger mit einer alten Software oder einem alten Tool oder auch mit Altverträgen einfach bleibt, weil man sagt, hey, man hat den Vertrag, wir können uns das jetzt nicht leisten, gleichzeitig irgendwie was anderes dazu zu machen. Und das hat dann oft einfach einen Effizienzpunkt, dass halt die Bedürfnisse von Unternehmen inzwischen einfach komplett andere sind, als diese Software abdecken kann. Jetzt kommen wir natürlich zu Candace, also wie denn letztendlich die aktive Vertragsverwaltung eigentlich in Candace zukünftig funktionieren kann. Wir haben einmal eine zentrale Ablage für Dokumente. Das heißt, zu dem Vertrag kommen sind dann auch solche Sachen wie das Angebot, vielleicht der Lieferschein oder die Rechnungen, die damit einfach dazugehören, letztendlich in Candace im Archiv such- und auffindbar. Man hat eine klare Vertragsübersicht. Ihr kennt wahrscheinlich im Archiv diesen Reiter Rechnungen. Hinzu kommt da noch einer mit Verträgen, wo ihr immer sehen könnt, okay, welche Verträge laufen denn aktuell, wer ist dafür zuständig und was ist denn auch vielleicht die Vertragsfrist und wann läuft diese aus. Hinzu kommen noch automatische Erinnerungen, also die Person, die letztendlich hinterlegt ist, die bekommt dann zeitgemäß eine Erinnerung, bevor der Vertrag sich verlängert, damit man einfach neu verhandeln oder unter Umständen auch kündigen kann. Dann es ist es ja manchmal so, dass man dann hunderte von Verträgen hat. Dazu haben wir eine smarte Volltextsuche. Das heißt, ihr könnt einfach komplett das Dokument eigentlich mit euren Keywords durchsuchen und findet immer den richtigen Vertrag, ohne stundenlang durch Ordner durchzuwälzen oder einfach trotzdem auch irgendwelche Archive zu durchsuchen. Und wie gerade schon erwähnt, Festlegen von Verantwortlichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, den Vertrag einer Person zuzuordnen. Das heißt, ihr wisst auch immer, wer das ist. Und diese Funktion bauen wir in Zukunft auch noch weiter aus. Aber genug jetzt erstmal von mir. Damit übergebe ich an die Franziska, denn damit springen wir einmal live ins Produkt rein. Ja, vielen Dank, Pascal. Ja, guten Tag, mein Name ist Franziska, bin wie gesagt die Produktmanagerin von dem Dokumenten- und Vertragsmanagement mit einem super Team hinter mir. Und ich freue mich, dass ich euch heute zeigen kann, woran wir gearbeitet haben. Manche von euch sind ja sicherlich schon Kunden vom Dokumentenmanagement. Und ja, das Vertragsmanagement, heute ist der große Tag. Die Kunden, die bereits das Dokumentenmanagement bei Candace nutzen, werden über die nächsten Tage freigeschaltet werden. Und wenn es da auch Anmerkungen gibt, werde ich später auch nochmal sagen, der Intercom, der Chat bei uns sozusagen, ist euer Partner für Feedback an uns. So, ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei und würde euch das gern einmal zeigen. Ja, hier, willkommen Franziska, hier ist unser Candice-Einstiegspunkt, den ihr sicherlich auch kennt. Und was neu ist, wenn man dein Vertragsmanagement bzw. Dokumentenmanagement in Candice nutzt, ist, dass man im Archiv neue Reiter hat. Pascal hat es ja schon gesagt, ihr habt sicherlich den Reiter Rechnung. Dann gibt es den Reiter alle Dokumente fürs Dokumentenmanagement, wo man jetzt Verträge und alle anderen abgelegten Dokumente finden würde. Und last but not least Verträge. Jetzt sind wir aber schon da, wo man Verträge abgelegt hat oder Dokumente. Aber wie kommen die jetzt dahin? Und das schauen wir uns jetzt an. Aktuell ist es so, wenn ich jetzt ein neues Dokument hochladen würde, was ich ablegen möchte, würde ich das machen wie sonst auch. Ich würde mir hier ein Dokument auswählen, was ich hochladen möchte oder natürlich mehrere.
In diesem Fall wäre es zum Beispiel ein Vertrag, den ich abgeschlossen habe für meine Firma, den ich jetzt hier hochlade. Und dieser würde, so wie sonst auch, erstmal im Eingang landen. So, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Vertrag. Der ist jetzt aktuell erstmal noch vom System wie eine Rechnung behandelt, weil das System weiß ja noch nicht, was ich damit machen möchte. Möchte ich dieses Dokument prozessieren und zur Freigabe weiterverarbeiten oder, und das ist neu, möchte ich dieses Dokument ablegen? Ablegen bedeutet schlicht, dass das Dokument bleibt bei uns im System. Ob das jetzt ein Vertrag ist oder etwas anderes, ist jetzt erstmal am Anfang für diesen Schritt noch nicht wichtig. Es wird wichtig, wenn ich auswähle, was es denn für ein Dokumententyp ist. Das heißt, wir haben, wie Pascal schon erwähnt hat, im August hatten wir das Dokumentmanagement rausgebracht. Da haben wir gesagt, okay, unsere Finanzteams, die müssen auch andere Dokumente ablegen. Zum Beispiel hier hätten wir eine Bestellung, könnte ich auswählen oder auch ein Angebot. Dann sieht man hier, man hat gewisse Felder, die man angeben kann. Natürlich die vorhandenen Geschäftspartner in Candice für die Rechnung sind natürlich auch hier verfügbar und man könnte auch eine Notiz eingeben. Das heißt, man hat hier eine gewisse Auswahl. Sollte das Dokument, was man ablegen möchte, als Typ einmal nicht dabei sind, kann man hier auch Sonstiges wählen. Aber rund um das Thema Verträge haben wir jetzt einiges gebaut und das sieht man jetzt hier auch schon schön. Das heißt, wenn man als Dokumententyp Vertrag auswählt, hat man gleich mehr Felder und Auswahlmöglichkeiten. Voran hier erstmal hat man einen Dokumentennamen, den man jederzeit ändern kann. Wenn man jetzt ein Dokument hochlädt, wird dort erstmal der Dateiname genommen, damit dieses Feld natürlich nicht alle oder leer ist, aber das kann man natürlich jederzeit verändern. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Unterkategorien von Verträgen auszuwählen. Hier haben wir mit sehr vielen Kunden gesprochen und haben herausgefunden, diese sind die am häufigsten verwendeten Kategorien. Aber natürlich auch hier, sollte diese Kategorie nicht dabei sein, kann man natürlich Sonstiges auswählen. In unserem Fall sagen wir mal, das ist jetzt ein Dienstleistungsvertrag. Hier hat er diesen Geschäftspartner auch erkannt. Da haben wir anscheinend schon mal etwas bearbeitet oder verarbeitet bei uns im Candice. Dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, was ich eingeben kann. Zum Beispiel das Datum von dem Vertrag, eine Nummer, wenn es eine gibt, oder auch einen Betrag. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Mietverträge hat oder einfach Verträge, wo es eine monatliche Zahlung gibt, die fällig wird. Hier in dem Moment, in diesem Sinne kann ich zum Beispiel sehen, okay, 40 Euro, könnte ich das hier nochmal anpassen, dass das keine 43 Euro oder 46 Euro sind, sondern 40 Euro, die ich dort zu zahlen habe. Das sehe ich dann auch in der Übersicht später. Und auch die Währung kann ich hier auswählen. So, und jetzt kommen wir ja eigentlich zu der interessanten Sache. Wie kann ich denn jetzt meine Fristen verwalten? Wenn ich jetzt dieses Dokument hier habe, kann ich mal runterscrollen und sehe, wie sind denn die Konditionen? Okay. Ich habe hier eine Mindestlaufzeit, eine Kündigungsfrist und die kann ich natürlich hinterlegen, weil, wie Pascal ja erwähnt hat, ganz oft ist das Problem, dass Kündigungsfristen verpasst werden und sich Verträge dann automatisch verlängern. Zum Beispiel hier Klassiker beim Stromvertrag. Es gibt eine Preisgarantie für 12 Monate, aber danach kann der Partner natürlich, der Lieferant, eine Änderung schicken und den Preis anpassen. Das heißt, wir möchten ja genug Zeit vorher haben, damit wir uns eine Erinnerung einstellen können, dass wir aktiv werden können, falls wir einen anderen Lieferanten finden, der günstiger ist. Das heißt, in diesem Sinne würde ich jetzt nochmal nach dem Startdatum schauen. Das war hier der ist jetzt ein bisschen älter, der Vertrag, der ist aus dem März. Das war jetzt hier der 20. März 2023. Jetzt sehe ich ja, der hat 12 Monate Mindestvertragslaufzeit. Das heißt, ich würde hier den 20. März 2024 auswählen. Hätte ich gleich auch in einem 24. Na, okay, das ist der Vorführeffekt. So, 24. So, und jetzt sehe ich ja, dass die Kündigungsfrist ein Monat ist. Das heißt, ich weiß, okay, ich muss diesen Vertrag am 20.02. kündigen, 2024.
20. Februar. So, und jetzt kommt die große Frage, wie lange möchte ich denn davor erinnert werden? Weil es ja schön, dass es der letzte Tag ist, aber ich kann ja nicht oder möchte ja nicht am letzten Tag, wo ich kündigen kann, erst anfangen zu recherchieren oder vielleicht möchte ich auch auf dem Postweg die Kündigung schicken. Das heißt, ich könnte jetzt hier auswählen, wie lange vorher möchte ich erinnert werden? Und ich sage jetzt einfach mal, 2 Wochen reichen mir. Und dann würde hier jetzt kommen, aha, Wiedervorlagedatum, 2 Wochen vor dem 20.02. ist der 6.02. Jetzt kriege ich hier eine Meldung. Was bedeutet das? Ja, wie Pascal erwähnt hat, ist es ja so, dass wir ja möchten, dass eine Person, die im Unternehmen zuständig ist, erinnert wird. Das muss ja nicht immer die Person sein, die diesen Vertrag anlegt oder hochlädt. Das heißt, ich könnte jetzt entweder mich selbst auswählen, natürlich, oder jemand anderen. Ich habe hier dann meine Übersicht von allen Mitarbeitern, die jetzt bei mir arbeiten und in dieser Candace-Organisation, in dieser Candace-Company angelegt sind. Und dann könnte ich jetzt hier noch eine Notiz eingeben, zum Beispiel checken, ob ein anderer Anbieter günstiger ist. Also ich kann mir sogar, wo ich es schon einmal bearbeitet habe und darüber nachgedacht habe, natürlich für mich oder für andere im Unternehmen noch eine Notiz hinterlegen, die dann beachtet werden soll. Und mit der Volltextsuche auch schon erwähnt, können wir natürlich auch Notizen durchsuchen. So, jetzt kann ich den Vertrag ablegen. Zack. Könnt ihr jetzt auch hier draufklicken. Dann würde ich den Vertrag jetzt sehen, könnte den Vertrag jetzt bearbeiten, könnte Updates machen. Und ich sehe auch immer auf der linken Seite in meinem Protokoll, was wann passiert ist und wer was gemacht hat. So, und wenn ich dann am Tag sozusagen dieser Erinnerung, was passiert dann? Genau, es gibt ja von Candace diese Nachricht, diese E-Mail, die man jeden Tag bekommt. Und man hat ja immer die Freigaben hier drin, zum Beispiel von den Rechnungen. Oder wenn man jetzt Kreditkarten nutzen würde, würden hier auch noch die Erinnerungen da für die Kreditkartentransaktion reinkommen. Und was neu ist, aha, ich hatte also gestern mir ganz viele auf Wiedervorlage gelegt. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Übersicht, wann ich mir was angucken wollte. Und man sieht immer hier die nächsten 5 oder je nachdem, was jetzt in der Zukunft passiert, eventuell auch noch vergangene Verträge, die halt bearbeitet werden sollen. Und dann, wenn ich hier auf Verträge Anzeigen klicke, komme ich in mein Archiv, in das Verträgearchiv. Und hier würde ich jetzt alle Verträge sehen, für die ich zuständig bin. Sieht man auch hier dran. Und genau, könnte jetzt hier Maßnahmen ergreifen, also die Verträge bearbeiten, aktualisieren und so weiter. Hier ein kleiner Hinweis. Diese Ansicht ist jetzt, sage ich mal, die erste Ansicht, die wir haben. In den nächsten Wochen liefern wir eine Vertragsansicht nach, wo es alle die Felder, die Sie jetzt gesehen haben, oder fast alle Felder, die ihr gesehen habt, in dem, wo ich das verarbeitet habe mit den Feldern, werden dann hier auch aufkommen. Das ist jetzt sozusagen erstmal die erste Lösung. Genau, und für die Dokumente, die man ablegt, läuft es halt ähnlich. Ich habe jetzt hier anscheinend sehr viele Verträge abgelegt, hätte jetzt hier aber auch natürlich noch all meine Rechnungen und könnte jetzt hier die Volltextsuche benutzen und könnte dann auch noch diese Suchergebnisse filtern. Das kann ich entweder für alle Dokumente machen oder für Verträge. Und dann, wenn ihr Candace schon nutzt, dann kennt ihr das ja. Könnt ihr hier natürlich noch ja, weiter runterbrechen, sortieren und filtern, was für einen Dokumententyp ihr sucht. Genau, und dann kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Ergebnis. Ja, und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon, was es aktuell gibt. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Präsentation weiter, weil der aktuelle Stand ist ja nur, ich sag mal, das Erste, was wir jetzt rausgebracht haben. Aber wir haben natürlich schon ganz viel in petto. Und dann werden wir jetzt mal darüber sprechen. Die nächsten Funktionen, die wir auf dem Schirm haben. Ja, jetzt ist es ja so, haben wir schon gesehen, man kann eine Person hinterlegen, die dann eine Erinnerung bekommt über diese tägliche E-Mail von Candace. Wir arbeiten aber schon daran, falls diese Person mal krank ist, das Unternehmen verlässt oder keine Ahnung, es gibt ja im betrieblichen Kontext viele Situationen, wo das mal sein kann, kann man in Zukunft auch noch eine
stellvertretende Person hinterlegen, die dann auch an diesem Tag diese E-Mail bekommen würde, dass man sich diesen Vertrag angucken muss. In der Zukunft ist es so, da haben wir auch schon ein paar Themen, an denen wir arbeiten. Und zwar, Pascal, wenn du einmal weiterklickst, sehen wir, dass wir zum Beispiel noch mehr Features rund um das Thema Kontrolle und Sicherheit machen. Was heißt das genau? Wir wissen, dass es aktuell nicht ideal ist, dass im Endeffekt alle Admins und alle Anforderer einer Organisation bzw. Candace Company können ja gerade alle hochgeladenen Dokumente sehen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir in Zukunft, gucken wir uns auch gleich an, eine gruppenbasierte Zugriffskontrolle für Dokumente einführen werden. Genau, die könnten wir hier sehen oder auch später. Wir sind ja flexibel, aber wir können ja erstmal schauen, was wir noch so haben und dann können wir uns einzelne Details angucken. Dann, was ja gerade auch schon ersichtlich war, jetzt am Anfang müsste man oder es sind relativ viele Daten manuell zu hinterlegen. Das werden wir natürlich auch verbessern, dass immer mehr Vertragsdaten automatisch ausgelesen werden, damit ihr die einfach auch schneller ablegen könnt. Dann ein sehr oft nachgefragtes Feature ist natürlich auch, hey, zu diesem Vertrag oder zu diesem Lieferschein, zu dieser Rechnung, da gehören doch verschiedene Dokumente dazu. Und wir möchten natürlich daran arbeiten, dass man in Zukunft also wie eine Beziehung herstellen kann, dass man auf einen Blick sehen kann, okay, zu diesem Prozess, zum Beispiel zu diesem Lieferschein, gehört diese Rechnung oder dieser Vertrag oder diese Auftragsbestätigung. Das haben wir auch schon auf dem Schirm. Und last but not least, wir haben ja jetzt bereits dieses Protokoll auf der linken Seite, was ich gerade gezeigt habe, wo man die einzelnen Änderungen nachvollziehen kann. Und dort werden wir auch noch mehr Funktionen rund um dieses Thema bereitstellen. So, hier haben wir ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Bitte, bitte, bitte bedenken Beispiel, weil wir sind gerade noch dabei, dort Research zu betreiben, dass wir einfach noch von so vielen Kunden wie möglich auch Input dazu bekommen. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass man in Zukunft sagen kann, okay, wir haben zum Beispiel die Gruppe Legal, ja, wir haben zum Beispiel die Gruppe People Management und natürlich zum Beispiel Arbeitsverträge, ne, sollen jetzt nur für zum Beispiel Legal und People Management ersichtlich sein. Oder ich sag mal, gewisse sensible Dokumente, das können Kontoauszüge sein, die sollen natürlich nur für die Buchhaltung oder bestimmte Personen in der Buchhaltung ersichtlich sein. Und das könnte man über diese Gruppenfunktion dann lösen. Selbstverständlich, wenn nur eine Person etwas sehen kann, es kann auch nur eine Person in einer Gruppe sein. Und dann auf der nächsten Seite hätten wir ein Beispiel für das Thema Dokumentenverknüpfung. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einen Dienstleistungsvertrag, der abgelegt wird. Und dann würde man jetzt auf der linken Seite in der Zukunft sehen, welche anderen Dokumente gehören noch dazu. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Rechnung, einen Lieferschein und eine Bestellung. Soll einfach in Zukunft ermöglichen, dass man nicht mehr so viele manuelle Suche hat. Und dann haben wir noch Zeit für Fragen. Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Genau, jetzt ist es soweit. Ja, Ja. fleißig gesammelt. Lass mich hier mal kurz reinspringen, weil ich habe schon mal reingeguckt. Die ersten zwei Fragen, also kann man eine Rechnung mit dem zugrunde liegenden Vertrag verknüpfen? Ich glaube, die wurde gerade durch das Bild beantwortet, dass das aktuell noch nicht möglich ist, wir aber daran arbeiten und da natürlich auch aktiv auf Feedback einfach angewiesen sind, wie das genau dann im Endpunkt aussehen soll. Die zweite war, kann man mehrere Personen als zuständige Vertragsperson hinterlegen? Das haben wir auch gerade gesehen, dass das aktuell noch nicht möglich ist, bis Ende des Jahres aber auf jeden Fall eine Stellvertreterin oder Stellvertreter hinzugefügt werden kann und wir zukünftig an erweitertem. Vielleicht, Franziska, dass wir nochmal gerade reingehen in, wie sieht es denn aktuell mit den Berechtigungen aus? Wer kann denn aktuell gerade auf alle Verträge zugreifen? Genau, das hatte ich ja schon erwähnt. Für das Dokumenten- und Vertragsmanagement ist es aktuell so, dass alle Admins und Anforderer können alle Dokumente, die hochgeladen und abgelegt werden, sehen. Freigeber aktuell sehen gar nichts von diesen beiden, weil wir
die Rückmeldung bekommen haben, dass das meistens Leute sind, die halt nicht über alle internen Prozesse oder Dokumente Bescheid wissen sollen. Aber wie gesagt, wir arbeiten ja an dieser Gruppenlösung und dann könnt ihr in der Zukunft individuell sagen, welche Personengruppe welche Dokumente sehen soll. Aber das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Anfang nächsten Jahres werden wir da schauen, dass wir da ja was anbieten können. Aber wann im Quartal 1, 2, 24 das sein wird, kann ich leider noch nicht genau sagen. Die nächste Frage ist, können Verträge auch über die E-Mail importiert werden, wie das bei Rechnungen der Fall ist? Und ich kombiniere sie gleich mal mit noch einer anderen Frage, weil die ein bisschen ähnlich sind. Gibt es für Verträge auch einen Freigabeprozess, wie das und nicht nur den Ablegeprozess? Genau, also zu der ersten Frage. Aktuell ist es ja so, wie ich gezeigt habe, dass jetzt noch alle Dokumente, seien es Rechnungen, seien es abzulegende Dokumente, in den Eingang kommen. Das heißt, alles, was ihr zurzeit machen könnt, könnt ihr zurzeit auch machen für Dokumente und Verträge. Per E-Mail senden heißt, die kommen auch in die Inbox und von da könnt ihr nach wie vor entscheiden, wollt ihr die prozessieren zur Freigabe oder wollt ihr sie ablegen? Also ja, ihr könnt ganz normal per E-Mail auch Verträge an Kenne senden. Und die zweite Frage war, Pascal, kannst du sie bitte nochmal wiederholen? Für Verträge auch einen Freigabeprozess und nicht nur den Ablageprozess. Genau. Also aktuell gibt es noch keinen Freigabeprozess für Verträge, da wir von unseren Rückmeldungen gehört haben, dass für viele Kunden auch das Thema Zugriffsmanagement viel, viel wichtiger ist. Aber natürlich, wir sind ja Canvas. Das heißt, wenn ihr jetzt Kunden werdet von diesem Add-on, ja, wir berücksichtigen natürlich euer Feedback. Das wisst ihr ja auch, dass wir immer das so entwickeln und so weiterentwickeln, wie es für unsere Kunden ja am besten passt. Deswegen ja gerne auch dort Rückmeldungen, dass wir vielleicht auch einen besseren Eindruck bekommen. Wenn das jetzt sehr viele Leute interessiert, werden wir das natürlich dann auch anschauen und wann wir das dann auf unsere Roadmap packen können. Genau. Dann haben wir die nächste Frage, die kann ich gerne übernehmen. Ist das Dokumentenmanagement GOBD-konform? Aktuell ist es so, dass in der ersten Version, mit der wir gerade live sind, wir auf jeden Fall eine GOBD-Konformität noch nicht garantieren können. Wir haben eine sogenannte Taskforce, die da dran sitzt, dass wir letztendlich auch wirklich sagen können, wir sind 100% GOBD-konform und ihr da letztendlich diese Sicherheit habt. Und das entwickeln wir letztendlich im Laufe des nächsten Jahres, beziehungsweise in den Anfangsmonaten des nächsten Jahres. Dann ist ein Excel-Import möglich, wenn man aus einem bestehenden Vertragsmanagementsystem übertragen möchte? Also ein Excel-Import ist zurzeit nicht möglich. Da wäre vielleicht die Frage, was ist das Tool, aus dem es gerade kommt? Also wenn es jetzt zum Beispiel um Dativ DMS Classic geht, wo wir sehr viele Kunden hatten, weil jetzt natürlich Dativ DMS Classic zum Ende des Jahres eingestellt wird, da haben wir die Möglichkeit, unter Umständen individuell Daten zu migrieren. Das können die Kunden aber noch nicht selbst machen. Wenn es jetzt nicht explizit um Dativ DMS Classic geht, genau, also importieren sozusagen von anderen Tools, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Da auch gerne jederzeit Rückmeldung, Anforderungen an uns. Da freue ich mich und mein Team, wenn wir da von euch wissen, was euch da wichtig ist. Dann, wie sieht es mit Vertragsergänzungen, Nachtragen oder generellen Anpassungen von Dokumenten aus? Also wie gesagt, was ich gezeigt hatte, ist ja, wenn man das Dokument abgelegt hat, kann man jederzeit das Dokument öffnen und bearbeiten, aktualisieren. Also die Felder auf der rechten Seite. Und diese Veränderungen sind auch jederzeit im Protokoll nachvollziehbar, wer wann was gemacht hat. Was wir noch nicht machen, ist, dass man Dokumente an sich sozusagen ersetzen kann mit einer neueren Version oder sowas. Also Versionierung haben wir noch nicht. Auch ein Thema, was wahrscheinlich ja, kurzfristig auf uns zukommt oder eher langfristig, weil, wie gesagt, erstmal andere Themen wichtiger sind. Aber auch hier gerne Anforderungen und Wünsche an uns. Dann nochmal zu dem Betrag. Kann nur ein monatlicher Betrag angegeben werden oder ist es auch geplant, dass man hier halb- oder vierteljährliche Beträge angeben kann? Also am Anfang ist es erstmal so, dass wir haben ein Betragsfeld.
Ja, das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie monatlich oder jährlich hinterlegt. Für den Start gibt es ein Betragsfeld. Das heißt, man könnte dort jetzt für eure interne Buchhaltung, wenn ihr wisst, aha, zum Beispiel, das ist jetzt eine quartalsweise Zahlweise oder so, könntet ihr den Betrag hinterlegen und das zum Beispiel in der Notiz vermerken. Aber in der Zukunft wissen wir auch schon, da gibt es natürlich besonders für Firmen, die sehr viele Mietverträge haben, Wartungsverträge, einfach Verträge, wo monatliche, jährliche, halbjährliche Zahlungen fällig sind, dass es dort auch Wünsche gibt, das irgendwann natürlich auch mit der Zahlung an sich zu verbinden. Auch da freue ich mich über Input. Wie ist denn das Vorgehen, wenn es nur einen Hauptverantwortlichen für alle Verträge geben soll? Können die Details dann an den Ansprechpartner weitergeleitet werden? Also, wenn man einen Vertrag hochlädt und man jetzt sozusagen nicht die Person ist, die der Hauptverantwortliche ist, könnte man bei der verantwortlichen Person, was ich unten gezeigt habe, könnte man diese Person einfach auswählen und dann würde die Person im System sehen, dass sie dafür zuständig ist. Das geht auch ohne diese Wiedervorlagefunktion, ne? Also man muss nicht einen Vertrag mit einer Laufzeit haben, um eine Person hinzuzufügen. Nur andersrum, wenn man ein Wiedervorlagedatum angibt, dass eine E-Mail rausgesendet werden soll, muss das System natürlich wissen, an wen. Dann können die in Candice hochgeladenen Verträge auch an DATEV beispielsweise oder beziehungsweise Unternehmen online exportiert werden als Belegtyp sonstiger. Das ist aktuell noch nicht möglich, aber auch eins der Themen, womit wir uns beschäftigen. Was natürlich aktuell gehen würde, ist, dass man ja sozusagen das gleiche Dokument an die Rechnung nochmal anhängt. Das ist zwar ein bisschen umständlich und könnte das dann darüber exportieren oder direkt, wenn man es als sonstige verarbeitet, aber dann natürlich nicht erst über die Ablagefunktion. Also so jetzt noch nicht möglich. Wird es die Möglichkeit geben, Verträge einzelnen Kostenstellen zuzuordnen und die Kosten über die CSV-Exporte zu ziehen? Also, eine Kostenstelle kann man bereits einem Vertrag zuordnen. Und wie gesagt, aber mit den Exporten sind wir aktuell, haben wir uns noch nicht beschäftigt, weil einfach andere Themen wichtiger waren. Aber eine Kostenstelle kann man zuordnen und danach kann man auch suchen, filtern, das geht schon. Hier gibt es ein, zwei Fragen, die nochmal genauer auf die Development Roadmap eingehen wollen, vor allem zum Thema Access Management Features und die Vertreterregelung. Vielleicht da nochmal, wann wir ungefähr planen, dass sie verfügbar sind. Also diese Vertreterregelung fangen wir nächste Woche an zu bauen. Also das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch verfügbar sein. Also 6 Wochen sehe ich das Jahr noch. Die Entwickler, die gerade zuhören, nein. Und das mit dem, also Zugriffsverwaltung, da bin ich relativ optimistisch oder möchte das eigentlich auch selbst, dass wir das bis Mitte Q21 hinbekommen. Aber das kann auch sein, dass es eventuell bis Ende Q21 ist. Aber ja, wir geben uns größte Mühe, weil wir wissen, dass das für euch eine sehr wichtige Thematik ist. Die nächste Frage kann ich übernehmen, weil da haben wir auch eine Slide zu vorbereitet. Fallen zusätzliche Kosten für das Tool an? Ja, das ist im Rahmen von einer Erweiterung erhältlich. Das ist die Erweiterung für Dokumenten- und Vertragsmanagement. Da ist das aktuelle Pricing, das wir auf jeden Fall noch für dieses Jahr garantieren können, bei ab 199 pro Monat für alle Gesellschaften. Das ist natürlich dann gestaffelt, je nachdem, was für ein Paket ihr habt. Was wir jetzt schon sagen können, zukünftig wird das Vertragsmanagement wahrscheinlich aus dieser Erweiterung noch ein Zusatzmodul werden. Also ist jetzt quasi die Möglichkeit, das nochmal so zu bekommen, ohne dass man nochmal das extra dazu buchen muss. Was ihr dafür bekommt, ist, ihr habt alle Finanzdokumente in einem zentralen digitalen Archiv. Ihr habt das Vertrags- und Fristenmanagement, die Volltextsuche für alle neu hochgeladenen Dokumente, die in diesem neuen zentralen digitalen Archiv sind und aktuell auch noch unbegrenzten Speicherplatz. Kann ich nichts hinzufügen? War alles dabei. Guck noch mal kurz. Kann ein Freigeber Verträge sehen, wenn er Vertragsverantwortlicher ist? Nein, das geht nicht. Also man kann ihn auch gar nicht erst hinzufügen, damit dieser Fehler gar nicht erst passiert. Hier noch mal, vielleicht ich hätte ein paar Fragen gesehen zu den Kategorien. Erstmal, gibt es eine Kategorie für Personalverträge?
Gibt es bis jetzt nicht, einfach aus dem Grund, weil wir das Feedback hatten, bevor es diese Zugriffsverwaltung nicht gibt, ist es nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit, dass Personalverträge abgelegt werden. Es ist aber so, wie immer bei Candice, wenn jetzt viele Kunden sagen, wir hätten gern diese Kategorie, können wir sie auch einführen, wird aber dann sicherlich sowieso spätestens, wenn wir diese Zugriffsrechte einführen, ein Thema werden, weil dann werden auch die Kunden wahrscheinlich ihre Personalverträge dort ablegen. Ja. Dazu noch können nur Administratoren Verträge ablegen oder auch Anforderinnen, Anfordererinnen. Beide können Verträge ablegen. Da kann ich Kolleginnen im Vertrag vertaggen, um Rückfragen zu klären, analog zu den Eingangsrechnungen. Also, aktuell ist es so, bis man einen Vertrag ablegt, solange wie der sich in der Inbox befindet, kann man die Kommentarfunktion benutzen. Solange könnte man theoretisch auch einen Freigeber, eine Freigeberin da vertaggen und diese Person würde das sehen. Das geht so lange, bis man das Dokument ablegt. Dann ist die Funktion gerade erstmal nicht verfügbar, einfach weil wir andere Funktionen priorisiert haben. Wir planen aber auch, diese Kommentarfunktion einzuführen. Da muss ich einfach gucken, wann es bei unserer Roadmap passt, weil, wie gesagt, diese Zugriffsrechte haben gerade noch ein bisschen mehr Vorrang. Werden die Daten eines Vertrages bei automatischer Verlängerung weitergeschoben? Zum Beispiel, wenn nicht gekündigt wird, sodass der Verantwortliche dann ja ein Jahr später wieder erinnert wird? Also, es ist so, wenn ich eine Erinnerung bekomme, ja, und ich aktualisiere den, also ich gucke mir den Vertrag an, ich aktualisiere vielleicht irgendwas an dem Vertrag und will den Vertrag wieder speichern. Wenn dieses Erinnerungsdatum in der Vergangenheit liegt, werde ich aufgefordert, ein Erinnerungsdatum auszuwählen, was in der Zukunft liegt, bevor ich diesen Vertrag wieder speichern kann. Automatisch gibt es da jetzt noch nichts. Aber wir sind, wie gesagt, für Anregungen offen. Gerne uns mal über den Chat mitteilen. Aufbewahrung von 10 Jahren. Kann man das auch höher drehen? Viele Verträge laufen ja auch länger. Ja, ich glaube, hier überschneidet sich so ein bisschen die Archivierung mit dem Nutzen von Candice. Natürlich, also wenn der Vertrag sozusagen aktiv, ja, also wenn der von euch im Archiv abgelegt ist und ihr damit arbeitet, wir löschen den ja jetzt nicht automatisch nach 10 Jahren. Also der ist dann da, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ja, ich glaube schon. Hier nochmal, ich glaube, dass das Anforderer-Administrator-Thema ist noch nicht 100% klar. Kann jeder, der Anforderer ist, die Inbox sehen und damit auch alle Verträge und Rechnungen? Okay, für Rechnung bin ich kein Experte, aber soll ich nochmal gucken? Anforderer, genau. Ja, also jeder Anforderer kann alle Verträge auf jeden Fall und abgelegte Dokumente sehen, genau. Nur die Freigeber, die können gar nichts von abgelegten Dokumenten und Verträgen sehen. Und bei den Rechnungen bleibt es letztendlich so, wie es eigentlich vorher schon war, dass der Anforderer, glaube ich, nur die Rechnungen sehen kann, die er selber auch hochgeladen und angefordert hat. Gibt es die Möglichkeit, über die Eingabe des Vertragspartners hinaus ein Projekt zu hinterlegen? Ja, also, erstmal wäre es natürlich so, ihr könnt ja in der Volltextsuche alles suchen. Das heißt, wir hatten die Frage schon ein paar Mal. Da würde ich empfehlen, einfach den Projektnamen in die Notiz zu schreiben, erstmal als Workaround und danach einfach zu suchen. Wir haben aber auch schon diverse Überlegungen in Richtung, wie man das in Zukunft lösen kann. Also wir hatten schon mal über Tags nachgedacht, ne, dass man zum Beispiel Projekte vertaggen kann oder eigene Kategorien für Projekte vergeben. Da sind wir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir schon nachgedacht haben. Aktuell Namen vom Projekt in die Notiz schreiben über die Suche und dann werden einem alle Dokumente zu diesem Projekt angezeigt und dann könnte man, wie gesagt, nochmal nach dem Dokumententypen, Geschäftspartner und so weiter filtern. Kann man einen Status hinterlegen bzw. einstellen, dass der Vertrag als abgelaufen oder aktiv markiert wird? Genau, also aktuell ist es so, es gibt den Status neu.
Der ist so lange gültig, bis ein Dokument abgelegt wird. Dann hat das den Status abgelegt. Aber auch das Thema Statustypen beschäftigt uns schon. Da werden wir auch ja relativ kurzfristig was einführen, damit man zumindest aktive Verträge kennzeichnen kann. Kann ich aber auch noch nicht genau sagen, wann. Ist aber für uns selbst auch ein wichtiges Thema. Werden zwei Inboxen möglich sein, mit einer Inbox für Accounting und einer Inbox für den Bereich, der sich um Verträge kümmert? Ja, also, wir sind ja mit diesem Konzept gestartet, dass alles in die Inbox geht. Einfach nur, weil das für so viele Kunden wichtig war und ihr kennt uns ja, wir kennen das, lieber bringen wir was raus, dass ihr arbeiten könnt und peu à peu, Scheibchen für Scheibchen machen wir es dann oder ja, verbessern wir es dann und fügen mehr hinzu. Das war hier eigentlich ein ähnlicher Ansatz, weil wir natürlich auch immer von euch lernen. Wir werden langfristig sehr wahrscheinlich einen anderen Ansatz wählen, auch mit mehr Automatisierung und so weiter, um Dokumente, die abgelegt werden, wozu ja auch Verträge gehören, zu verarbeiten. Wie das genau aussehen wird, kann ich euch noch nicht sagen, aber es geht schon in etwa so in die Richtung, dass man dann vielleicht einen Ort für Rechnung hat, also zu prozessierende Dokumente und einen Ort für also Dokumente, die man ablehnt. Genau, ablädt. Entschuldigung, das war jetzt Englisch. Hochlädt oder uploadet. Gottes Willen. Kann man nur PDF-Dokumente in Canvas ablegen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aktuell ist es Tatsache so, man kann PDF-Dokumente bis 19 Megabyte hochladen. Ja, wie gesagt, Dativ DMS Classic-Kunden, die gern zu uns wechseln, möchten, da könnten wir gucken, ob wir helfen können. Für die könnten wir theoretisch TIFFs umwandeln unter Umständen. Ja, aber auch hier, wenn ihr gerne andere Typen hochladen wollen würdet, gerne eine Nachricht an uns. Wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist, aber hat jetzt gerade für uns noch nicht so sehr Präsenz, ehrlich gesagt. Gibt es ein Limit für Verträge? The sky is the limit. Aktuell nein. Deswegen hat Pascal ja schon gesagt, so ich sag mal, die Early Birds, ja, die sich jetzt dafür entscheiden, die haben auf jeden Fall sehr viele Vorteile, preislich und auch vom Umfang der Dokumente. Aktuell gibt es kein Limit. Aktuell ist alles möglich. Ist der aktuelle Stand. Kann sich natürlich irgendwann ändern. Also wie gesagt, ich kann es auch nur noch mal sagen, wenn ihr darüber nachdenkt oder sehr darüber nachdenkt, euch Dokumentmanagement und Vertragsmanagement oder ihr habt schon, wie auch immer, macht's jetzt. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, kann ich euch sagen. Dann hier eine nächste. Wird es hier für Sage eine Schnittstelle in die Warenwirtschaft geben? Wenn ja, gibt es hier schon ein ungefähres Zeitfenster. Die kann ich gerne übernehmen. Da sind wir beide aktuell tatsächlich nicht in der Thematik drin. In puncto wirklich Integration ins ERP-System arbeiten wir gerade vordergründig an der SAP Business One Schnittstelle. Ich habe gehört, dass da, glaube ich, auch eine Sage-Schnittstelle kommt. Ein genauer Zeitpunkt können wir leider aktuell nicht kommunizieren. Weil wir da einfach nicht im Bilde sind. Wir können das immer mal nachhaken und schauen, ob es da schon eine konkrete Antwort gibt von unseren Teamkollegen. Genau, und die Person, die die Frage gestellt hat, da würde ich aber mich sehr freuen, wenn es da eine Nachricht gibt, was genau denn da gewünscht würde, weil ja, eine Sage-Schnittstelle, also was genau jetzt für die Verträge, für die Dokumente zum Ablegen, gerne mal beschreiben, was der ideale Zustand wäre, was man damit machen kann mit der Sage-Schnittstelle. Das würde uns auf jeden Fall auch helfen, das dann ein bisschen besser zu verstehen. Franzi, du hattest das Kündigungsdatum manuell berechnet. Gibt es die Funktion, dass Candice das Datum automatisch berechnet, nachdem man eingegeben hat, dass die Frist zum Beispiel einen Monat ist? Ja, sicherlich. Ich weiß gerade ehrlich gar nicht gesagt, ob wir das nicht schon als Ticket bei uns im Backlog haben. Aber sicherlich eins der Themen, wo ich meinte, dass immer mehr Automatisierung, kommen wird. Was heißt Early Bird? Bis wann sollte man sich im besten Fall gemeldet haben? Gute Frage. Also ich sage jetzt einfach mal, ich denke, bis zum Ende des Jahres ist man safe. Ich
weiß, also ich sag mal so, wir wissen schon, dass es gibt ja viele Kunden, für die ist Vertragsmanagement ein absoluter Gamechanger, ja, und dann gibt es aber Kunden, die brauchen das nicht. Das heißt, für uns wäre es jetzt natürlich auch unfair, langfristig die Kunden, die es nicht brauchen, diesen Funktionsumfang von Vertragsmanagement sozusagen zu berechnen. Und jetzt gerade, das Pricing gerade ist eigentlich nur das Dokumentmanagement und man kriegt das Vertragsmanagement on top. Ja, also so ist es gerade so ein bisschen. Wir wissen aber natürlich, dass wir ja auch wirtschaftlich arbeiten wollen bei Candice, ja, und dass irgendwann das auch kommen wird. Und irgendwann könnte Tatsache schon Anfang nächsten Jahres sein. Da bin ich nicht so involviert. Aber ich würde einfach nur empfehlen, nochmal bis Ende des Jahres, wenn man darüber wirklich intensiv nachdenkt, sich dafür zu entscheiden, weil dann hat man zumindest für die Vertragslaufzeit, die man dann auswählt, super Konditionen. Und das würde ich dann empfehlen bis 31.12. Soweit ich gesehen habe, sind wir bei den Fragen jetzt am Ende angekommen. Ich würde hier nochmal ein kurzes Wrap-up machen. Also, wie anfangs gesagt, ihr bekommt nochmal ein Recording von dieser Session heute auch zugesandt per E-Mail. Wahrscheinlich morgen, wo wir auf die Fragen, vielleicht auch manche Fragen, die jetzt nicht im Detail beantwortet wurden, nochmal eingehen. Das heißt, dass ihr die Informationen auch nochmal zugesendet bekommt. Wenn ihr tiefergründige Fragen habt, wie das vielleicht für euch im Unternehmen aussieht, angewendet werden kann, etc., kann ich immer nur ans Herz legen, eine kostenlose Kurzberatung zu buchen mit dem Wolfgang. Der geht dann auch auf persönliche, vielleicht Wünsche oder Bedürfnisse können wir da ein bisschen besser eingehen als jetzt in diesem Event und auch das Pricing erklären, beziehungsweise im Pricing auch gucken, wie passt das denn letztendlich mit eurem Unternehmen etc. zusammen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit. Es war super, dass so viele zugeschaut haben und wünsche noch eine schöne Restwoche. Auch von mir vielen Dank und aller Input gerne in den Chat bei euch in Candice oder auf welchem Weg auch immer.